Kennst du das? Du steckst Stunden in dein Color Grading, alles sieht perfekt aus, doch nach dem Export wirkt dein Video blasser als Hamburg im Sommer? Das liegt nicht an deiner Kamera, das liegt nicht an YouTube, sondern das liegt an deinen Export-Settings. Aber keine Sorge, ich zeige dir, wie du es richtig machst. In dem heutigen Video zeige ich dir die absolut besten Export-Settings für YouTube und Social Media in DaVinci Resolve und Premiere Pro, sodass wir beides abgedeckt haben. Ich war selber an dem Punkt, dass ich verzweifelt bin, die richtigen Export-Settings zu finden. H.264, H.265, welche Bitrate, welcher Farbraum ist jetzt der richtige? Es gibt so viele Einstellungen, aber lass mich ehrlich sein. Es gibt nicht die richtige Einstellung, aber es gibt klare Dinge, auf die du achten musst, wenn du perfekte Qualität willst. Also keine Sorge, nach diesem Video weißt du genau, welche Settings du brauchst und hast keine Ausreden mehr. So, springen wir mal direkt hier in DaVinci Resolve. Um den Export-Tab zu finden, wisst ihr wahrscheinlich, hier unten haben wir die kleine Rakete. Hier oben seht ihr schon, wir haben einige vorgefertigte Einstellungen. Jedoch nehmen wir diese nicht, auch wenn hier zum Beispiel ein schönes YouTube-Tab ist oder einen schönen TikTok-Tab. Allerdings fehlen dir ein paar Einstellungen, die ich finde, meiner Meinung nach wichtig sind. Also gehen wir auf Custom Export. File Name, Location, das lassen wir mal weg. Das sollte, glaube ich, jedem klar sein, wo du dein Video speichert und wie du es gerne benennen willst. Das möchte ich dir nicht vorschreiben. Dann geht es weiter hier in Format. MP4 für Social Media, YouTube und so weiter. Sollte das, denke ich, klar sein. Das ist das Beste, was es gibt. Dann haben wir zwei Codecs zur Auswahl. H.265 und H.264. Da gibt es einen gewaltigen Unterschied. Zwar ist H.265 der modernere Codec, aber H.264 ist dennoch immer der Standard, den YouTube und Social Media bevorzugt. Klar, die Plattformen unterstützen mittlerweile H.265, jedoch hast du mit H.264 eine bessere Kompression deines Videos, eine schnellere Verarbeitung und absolut volle Kompatibilität. Jedoch ist H.265 effizienter von der Datengröße, das auf jeden Fall. Sobald du dein Video auf YouTube oder Social Media, also Instagram, TikTok und so weiter hochlädst, komprimiert diese Plattform wieder das Video in H.264. Also mein Tipp, nutze H.264 mit der optimalen Bitrate, die zeige ich dir nachher, für maximale Kontrolle über die Qualität deines Videos. Also wählen wir hier H.264 aus. Resolution für YouTube ganz klar in 4K. Wenn du hier 3840x2160 Ultra HD auswählst, ist es in 16:9. Und so wie ich das Video im Moment rausgerendert habe, ist es dann 3996x2160. Dann geht's weiter. Framerate bleibt gleich, so wie deine Timeline gesetzt ist. In meinem Fall sind es 25 Frames die Sekunde. Qualität gehen wir auf Restricted und geben für ein 4K YouTube Video 80.000 Kilobit an. Encoding Profile set to high. Hier gehen wir auf Auto. Dann öffnen wir die Advanced Settings. Das bleibt alles gleich. Das bleibt alles gleich. Und hier wird es schon wieder seltsam. Also, in meinem Fall wähle ich jetzt einfach Rec. 709 aus und als Gammatec Rec. 709A. Hier gibt es auch wieder einen Riesenunterschied. Was benutzt du? Mac, Windows, was hast du für einen Bildschirm und so weiter und so fort. Da ich komplett alles auf Mac arbeite, wählen wir den Gammatec Rec. 709A aus, dass das Video nachher genauso aussieht, wie wir es auch bearbeitet haben. Kleines Warum und Weshalb dazu. Das Problem ist, Mac interpretiert die Gamma-Werte anders, was bei einem falschen Gamma-Tag dazu führen kann, dass deine Videos ausgewaschen sind. Wenn du zum Beispiel auf Windows arbeitest, dann könntest du zum Beispiel den Gamma-Tag Gamma 4.2 auswählen. Dann setzen wir hier noch einen Haken bei Forcing Size to Highest Quality und Force Debayer to Highest Quality. Den zweiten Haken brauchen wir eigentlich nicht wirklich, außer du arbeitest mit RAW-Files, dass DaVinci auch wirklich deine RAW-Files benutzt. So, und dann war es das hier. Dann gehen wir wieder ganz hoch und klicken auf Audio. Bei DaVinci haben wir den Vorteil, dass er Audio schon perfekt abmischt beim Export. Somit haben wir keine Bedenken über irgendwelches falsch abgemischtes Audio, was eigentlich ganz geil ist. Codec lassen wir auf ACC. Dann klicken wir hier unten auf Audio Normalization, machen einen Haken und wählen YouTube aus. Das sind im Prinzip unsere YouTube-Settings. Für Social Media ist es ein bisschen anders, aber nicht zu viel. Audio Normalization können wir alles gleich lassen. Gehen wir wieder zurück auf Video. Wir bleiben bei H.264, weil es einfach der bessere Codec ist für Social Media, wie auch für YouTube. Resolution, für mich Social Media ganz klar Full HD. 1920x1080. Dann können wir ganz einfach hier den Haken setzen bei Use Vertical Resolution. Dann haben wir 1080x1920, somit eine 9:16 Hochkant-Variante. Warum Full HD und nicht 4K? Ganz einfach. Instagram und TikTok unterstützen immer noch keine 4K-Qualität und deswegen macht es nicht wirklich Sinn, unnötig hohe File-Sizes zu produzieren.
Für die Bitrate zum Beispiel gehe ich hier auf DaVinci gerne einfach auf 50.000. Ganz einfach aus dem Grund, umso mehr Bitrate du in Instagram reinsteckst, umso besser wird das. Jedoch hat das Ganze auch irgendwo ein Ende und bei 50.000 würde ich sagen, ist auf jeden Fall Schluss. Ich sehe viele, die gehen auch auf 15.000, 20.000 runter, aber für mein Gewissen ist es 50.000, funktioniert für mich super. Dann war es hier in DaVinci auch schon. Wenn du jetzt deine Export-Presets speichern möchtest, gehst du hier oben auf diese drei Punkte, Save as New Preset, und gibst zum Beispiel ein Export 225 IG. Hier mache ich auch gerade für YouTube. Gehen wir hier wieder auf 80.000, klickst hier wieder drauf, Save as New Preset, Export 25 YouTube. Da schauen wir uns das Ganze kurz mal in Premiere Pro an. Da gehen wir hier oben links auf das Exportfenster und dann haben wir hier unsere Einstellmöglichkeiten. Da haben wir hier wieder unser Speicherort, Location, Filename und so weiter. Für YouTube können wir hier zum Beispiel auf Format gehen. Da haben wir auch einige vorgefertigte Presets. Oder wir machen es ganz einfach, auf Video klicken. Hier könnt ihr quasi eure Quelle auswählen, das heißt, so wie ihr euer Projekt eingestellt habt, eure Timeline eingestellt habt, oder ihr könnt auch hier unten auf Custom gehen und eingeben, was ihr möchtet, so dass ihr wieder ein passendes Format habt, das ihr gerne am Ende hättet. Für YouTube, ich rendere mein Zeug raus in 3996x2160 in 4K also, aber mit dem Format 1:85. Framerate, so wie ihr euer Projekt habt. Ich mache meine alle immer in 25 Frames. Dann öffnen wir hier unten dieses Window und setzen einen Haken bei Render at Maximum Depth und Use Maximum Render Quality. Das bleibt alles gleich. Bei Hardware Encoding und Software Encoding, wenn es möglich ist, Hardware Encoding. Sonst, ich weiß auf jeden Fall, dass mit manchen Effekten nur Software Encoding geht. Ist kein Unterschied tatsächlich. Das Einzige, was ihr habt, ist nachher auf Hardware Encoding ist es schneller und auf Software Encoding ist es etwas langsamer. Hier lassen wir alles gleich. Dann gehen wir weiter nach unten. Bei Bitrate Settings könnt ihr entweder CBR oder VBR Einpass auswählen. Es macht am Ende wirklich keinen großen Unterschied. Ich gehe gerne auf CBR. Setze meine Bitrate für YouTube-Videos in Premiere Pro auf 50 und für Instagram auf 20 in Premiere. Audio-Settings, alles andere bleibt gleich. Jetzt in Premiere gibt es zwei Möglichkeiten, wenn ihr ausgewaschene Farben beim Export habt. Erste Möglichkeit, es gibt ein Qt Gamma Compensation LUT, das eure Gamma-Werte nach dem Export bzw. im Export wieder so ausschauen lassen, wie ihr sie auch im Video bearbeitet habt, wenn ihr jetzt auf Apple arbeitet. Bei Windows habe ich gehört, manche müssen den Qt Gamma Compensation LUT nutzen, manche nicht. Also ich habe leider nur Erfahrung auf Mac, also kann ich nur für das sprechen. Den Link zu dem LUT findet ihr auch in meiner Videobeschreibung. Der ist von Adobe, ist kostenlos und alles ist fein. Um den auszuwählen, geht ihr auf Effekte und setzt den Haken bei Lumetri Look LUT. Dann geht ihr hier auf Select, navigiert zu eurem Compensation LUT und wählt das aus. Das ist eine Möglichkeit und funktioniert definitiv. Was es jetzt neu bei Premiere gibt, habe ich zwar noch nicht ausprobiert, aber ihr könnt das Ganze auch schon im Vorfeld machen. Dann navigiert ihr hier zu eurem Lumetri Color Panel, geht auf Settings, Preferences und macht einen Haken bei Display Color Management und öffnet hier auch euer Projekt. Und hier könnt ihr wieder auswählen View Gamma und dann stellt ihr auf QuickTime ein. Somit habt ihr eure Settings geändert und euer Bild sieht exakt so aus im Export, wie ihr es auch in Premiere habt. So, dann sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, alles war verständlich genug für euch und jetzt wisst ihr genau, wie ihr eure Export-Settings einstellen müsst. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Was ich halt generell machen würde, sind zwei Kleinigkeiten. Einfach schauen, dass du für Social Media auf jeden Fall in Full HD rausrenderst und egal ob YouTube oder Instagram, immer auf H264 bleiben. Das ist so das Wichtigste, wo ich sage, achtet da drauf. Und sonst in Premiere wie auch in DaVinci, achtet auf den richtigen Farbraum, in dem ihr arbeitet. In DaVinci Rec 709A. In Premiere entweder mit dem Qt Gamma Compensation LUT. Jedoch würde ich die neue Möglichkeit ausprobieren und den Gamma Viewer in Premiere Pro auf QuickTime stellen, wenn ihr auf Apple arbeitet. Wenn ihr auf Windows arbeitet, könnt ihr den einfach auf Gamma 2.4 lassen und dann passt es. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal und Abo liken.
Würde mich auf jeden Fall freuen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder irgendwelche spezifische Fragen, wo ich auf jeden Fall mal drauf eingehen soll, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Und ja, bis dann. Ciao.